Splashed. Mark bearing in range. Hallo meine Lieben, in einem meiner letzten Videos sagte ich euch bereits, dass, bis es am 1. Juni zur Veröffentlichung der UFO-Akten kommt, weitere Videos von unbekannten Objekten auftauchen werden, die nun als UAPs bezeichnet werden. Und dies hat sich nun bewahrheitet. Letzte Nacht kam eine weitere sensationelle Aufnahme ans Tageslicht. Und es zeigt ein Objekt, das ein Flugmanöver durchführt, das man sich einfach nicht mit irdischer Technik erklären kann. Der ganze Vorfall und die knallharten und unglaublichen Fakten am Ende des Videos seht ihr nach dem Intro. July 15, 2019, kurz vor 23 Uhr. Das Küstenkampfschiff USS Omaha befindet sich kurz vor San Diego im Pazifischen Ozean. Die Seemänner der Navy entdecken ein seltsames Objekt, das ihre Aufmerksamkeit erregt. Eine 1,80 Meter im Durchmesser große Kugel, die über dem offenen Meer schwebt. Draußen ist es stockdunkel. Das Objekt ist mit bloßem Auge nicht zu erkennen. Doch mit ihrer FLIR-Kamera, die die Wärmesignaturen eines jeden Objekts verlässlich erkennt und anzeigt, können sie es klar und deutlich sehen. Einige der Navy-Mitarbeiter zücken ihr Handy und filmen das unglaubliche Schauspiel, das sich gerade vor ihren Augen abspielt. Die Anwesenden im Inneren der Kommandozentrale starren wie gebannt auf den Bildschirm. Was kann dieses Objekt vor ihnen nur sein? Dann passiert plötzlich etwas, womit keiner von ihnen gerechnet hätte. Es verschwindet urplötzlich. Doch fliegt es nicht zur Seite oder nach oben, sondern taucht ins offene Meer ein, als wäre der Übergang von der Luft ins Wasser seine leichteste Übung. Sie sehen nur noch das Aufspritzen des Wassers an der Meeresoberfläche. Das Objekt verschwindet zeitgleich sowohl vom Radar als auch vom Sonar. Die Besatzung der USS Omaha startet eine sofortige Suche. Das Kampfschiff ist mit der neuesten Technik ausgestattet und es gibt kein besseres Schiff der US Navy, das etwas finden könnte, wenn es denn noch da war. Doch die Suche nach dem unbekannten Objekt bleibt erfolglos. Auch wurden keine Wrackteile an der Meeresoberfläche gefunden, die es hätte eigentlich geben müssen, wenn ein uns bekanntes Objekt dermaßen schnell aus der Luft ins Wasser eintaucht. Die Besatzung der USS Omaha bleibt an diesem Sommertag im Juli 2019 mehr als verwundert zurück. Der investigative Journalist Jeremy Corbell veröffentlichte nun das Video, das die Besatzung der USS Omaha von ihren Überwachungsbildschirmen abfilmte und gibt weitere unglaubliche Informationen frei, die er dem offiziellen Bericht des Geheimdienstes entnimmt. Schon letzten Monat waren von dem Vorfall 3 Standbilder veröffentlicht worden. Ein Sprecher des Pentagons bestätigte unlängst, dass diese von Mitarbeitern der US Navy an Bord der Omaha aufgenommen wurden. Genauer gesagt vom anwesenden Personal in der Kommandozentrale. Um genau 23 Uhr verschwand dann die unidentifizierte Kugel scheinbar im Meer. Eine ganze Stunde lang soll das Objekt das Küstenkampfschiff begleitet haben. Intern wird das UFO, UAP oder USO, also ein unterseeisches Objekt, als Transmedium-Fahrzeug beschrieben. Das heißt ein Fahrzeug, das in der Lage ist, sowohl durch Luft als auch durch Wasser zu reisen. Und es soll nicht allein gewesen sein. Corbell berichtet von insgesamt 14 dieser kugelförmigen Objekte, die die Besatzung der USS Omaha ratlos zurückgelassen hatte. Zudem sollen sie das Schiff zuvor schon bei einer Kontrollfahrt im Golf von Mexiko ganze 3 Tage lang umkreist haben. Trotz der fortschrittlichen Sensoren an Bord des Kampfschiffs konnten die Kugeln nicht erfasst werden, wenn sie sich näherten. Man war weder in der Lage festzustellen, woher sie kamen, noch wohin sie verschwanden. Und die Männer der USS Omaha waren laut Corbell nicht die einzigen, die sich immer wieder mit nicht identifizierten Objekten konfrontiert sahen. Im ganzen Juli 2019 wurden mehrere US-Kriegsschiffe, die in San Diego stationiert waren, wiederholt von unbekannten Eindringlingen aus der Luft umkreist. Immer mehr Besatzungsmitglieder von Navy-Schiffen, wie zum Beispiel der USS Kidd, berichteten von seltsamen Begegnungen mit Objekten, die man allgemeinhin als UFO oder neuerdings als UAP bezeichnen würde. Das nun aufgetauchte Filmmaterial aus dem CIC der USS Omaha, also dem Combat Information Center, der Kommandozentrale des Kampfschiffs, soll auch schon eingehend geprüft worden sein. Die dabei erfassten knallharten Fakten wurden folgendermaßen beschrieben. Die Position des Schiffes während des Vorfalls konnte exakt auf 32 Grad, 29 Minuten, 21,9 Sekunden nördlich
und 119 Grad, 21 Minuten, 53 Sekunden westlich festgelegt werden. Der Zeitpunkt des Untertauchens des UAPs wurde auf ziemlich genau 23 Uhr terminiert. Dabei soll das Objekt mindestens 6 Fuß im Durchmesser besessen haben, also ca. 1,80 Meter. Auch wurde festgestellt, dass es kein Gas oder sonstiges war, das auf der Wärmebildkamera aufgenommen wurde, sondern dass es sich bei dem Objekt eindeutig um eine feste Masse handelte. Das Objekt zeigte dabei unterschiedliche Geschwindigkeiten von 40 bis 138 Knoten, also 74 bis 254 Stundenkilometer. Die gesamte Flugdauer wurde auf etwas länger als eine Stunde angegeben. Trotz dem Versuch der Erfassung durch Radar und Sonar konnte man weder Herkunft noch Start- und Landepunkt feststellen. Zudem ist in den Geheimdienstberichten vermerkt, dass die kugelförmigen Fahrzeuge transmediumfähig zu sein scheinen und dass beobachtet wurde, wie sie ohne Zerstörung ins Wasser abtauchten. Zudem konnte das Objekt nach dem Eindringen in den Ozean nicht mehr wiedergefunden werden, trotz eines U-Boots, das zusätzlich bei der Suche eingesetzt wurde. Der Bericht schließt mit der Feststellung, dass die Objekte bis auf Weiteres unidentifiziert bleiben. Ich persönlich finde das Video noch um einiges beeindruckender als das letzte veröffentlichte Video der pyramidenförmigen UAPs. Kann man doch eindeutig feststellen, dass ein Objekt von einem Medium ins andere, also von der Luft aus ins Wasser übergeht und das mit einer Leichtigkeit, das mit irdischer Technik schier unmöglich ist. Das widerspräche auch den kursierenden Annahmen von ausländischen Drohnen. Oder was meint ihr, was es ist? Schreibt mir wie immer eure Sicht der Dinge in die Kommentare. Bis dahin, Augen auf und bis zum nächsten Mal.